Das ist eine Eribar-Linie. Ja, danke, Zugbahn. Wissen wir bereits. Herzlich willkommen zurück im zweiten Versuch. Wir gehen mal ein bisschen vorsichtiger vorwärts, indem ich mal ein bisschen meine Sinnschärfe verwende. So, das Problem ist, ich kann natürlich jetzt nicht ausrüsten. Ja, ich muss natürlich wieder mitten ins Verderben. Nimm dies, Ixifaxius! Ich mach gegen die keinen Schaden. Ja, ich sehe auch, die hatten Duplikates auf sich. Jetzt bräuchte ich mal hier keinen Fraktor, aber ja. Was ist die Frage? Das Kreuz ist 4 aufgetaucht. Aua! Da ist ein Raspelmaul. Hey, lass den Magier in Ruhe. Das sind 2 Raspelmäuler. Da ist nichts. Überall Viecher aufwachen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier noch zu früh. Rein von der Kampfstärke her. Ist niemand in der Gegend, verschwinden die Dinger wieder. Und zack, taucht der nächste auf. Das ist interessant. 1, 2 ist maximal 5. Es ist nämlich keiner hier aufgetaucht. Sechs Feuerschaden. Hammer. Und zack, taucht der ab und taucht wahrscheinlich gleich woanders auf. Gift! Aus und da kommt wieder ein Raspelmaul hoch. Gift. Oh. Und da kommt ein Raspelmaul. Ich bin vergiftet. Hey, jetzt sag's wieder bei Sinn. So, stehst du wieder alles wieder auf. Und es hat zu der Karte. Na, großartig. Aber wie gesagt, da ist das Raspelmaul. Gift! Naja, ich weiß, es ist Gift. Und da ist Alrik tot. Und da ist mein Magierspiegel umgepölt worden. Ich sehe Alrik nicht. Na, großartig.
Ah, die kommen also auch wieder, wenn ich mich nicht bewege. Nee, das können wir vergessen. Ich bin vergiftet. Lade ich einfach mal das letzte Autosave. Mal gucken, wo wir landen. Ich weiß es nämlich nicht. Unschön, unschön. Bitte, wir müssen. Warte kurz. Bitte das bringt nämlich gerade überhaupt. Oh, wir sind wieder vor dem Heiler. Nee. Dann nehmen wir also nochmal die Quest an, was wir heute schon mal gemacht haben. Dann ist das einfach mal eine ziemlich erfolglose Folge. Und dann helfen wir mal dem Elfen. Wie kann ich helfen? Wir brauchen Heilung. Alle. Ihr seid. Ein Elf, ja, wegen einer Frau, die zwischen Lorfas und Dingens lebt. Dann gehen wir nochmal genau da jetzt mal hin. Sanya Bartala. Oh, hallo. Sehr erfreut. Noch eine Elfe. Ein Spitzohr. Spitz genug, um sich daran zu verletzen, Tänzer Gramorla. Also gib acht. Ja, witzig. Wir haben einen anderen Elfen namens Madawa getroffen. Hat er euch geschickt? Natürlich hat er euch geschickt. Er hat einen weiten Weg auf sich genommen, um bei euch zu sein. Ich bin nicht einmal sicher, ob er mich wirklich liebt. Dann braucht ihr vielleicht einen Liebesbeweis? Wie stellst du dir das vor, Tala? Überlass das Madawa. Wenn er euch liebt, wird ihm etwas einfallen. Ich rede mit ihm. Gehen wir. Okay. Zurück nach Winnep. Spielen wir Amor für zwei Elfen. Wie kann ich helfen? Wir haben mit Nineveh gesprochen. Sicher will sie nichts von mir hören. Im Gegenteil. Sie will endlich einen handfesten Liebesbeweis. Das ist eure Gelegenheit. Ist das wahr? Dann hat sie wirklich Interesse an mir? Hätte sie euch sonst darum gebeten? Ihr habt recht, ich sollte diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Das würde ich mir nie verzeihen. Endlich, also dann. Oh Gott. Vielleicht können wir euch helfen. Vielleicht könnten wir auch einfach gehen. Nineveh ist anspruchsvoll. Wie soll ich sie beeindrucken? Sie ist doch eine Jägerin, nicht wahr? Ja, ihr meint, eine Jagdtrophäe würde sie beeindrucken. Bitte nicht jagen. Warum denke ich mir gerade, dass ich gleich wieder gegen eine Assel kämpfen darf? Warum nicht zwei Jagdtrophäen? Ich weiß nicht. Vertraut mir, mein Freund, ich weiß, wie Frauen denken. Aber ich bin kein Jäger. Schwierig, ja, schwierig. Jedoch, wer sagt, dass ihr die Trophäen selbst holen müsst? Sonst wäre es doch kein Liebesbeweis. Wenn Nineveh sieht, dass ihr euch für sie bemüht habt, wird das alles sein, was für sie zählt. Liebende verbergen oft die Augen vor der Wahrheit. Würdet ihr vielleicht... Wir? Ich weiß wirklich nicht, ob wir dafür die Richtigen sind. Bitte. Im Gegenzug könnte ich euch etwas über Heilkunde beibringen. Da bringt uns doch wieder in Schwierigkeiten. Und wahrscheinlich die beiden Liebenden gleich mit. Ihr erweicht mein Herz, verliebter Elf. Wir helfen euch. Wundervoll. Dann bringt mir... Wartet. Es muss etwas wirklich Außergewöhnliches sein. Das Leder eines Krokodils und die Blüte einer seltenen Pflanze. Eine gute Wahl. So soll es geschehen, Freund. Das Leder eines... Keine Sorge. Du bist wirklich unverbesserlich. Muss ein Geburtsfehler sein. Wir sind tot. Eine seltene Pflanze, ja? Und das Leder eines Krokodils. Und wahrscheinlich kein Hinweis, wo ich jetzt Krokodile und seltene Pflanzen finden werde. Natürlich nicht. Oh.
Gott, worauf haben wir uns damals wieder eingelassen? Istina, was haben wir denn in Istina? Sammeln wir noch ein paar Nebenquests ein. Lalalala. Istina scheint wieder etwas größere Stadt zu sein. Sollen die Ladezeiten erklären? Vielen Dank. Ihr könnt euch über Nacht. Oh ja. Sollen gerade wieder ein ganzes Dorf versklavt haben. Haltet also nach willigen Sklavenausschau. Toll. Sehr gute Wahl. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Ich muss diese Kisten bewachen. Okay, dann ist schon davon gehört? Im Norden soll der alte Theaterorden wieder auferstehen. Aha. Das glaube ich eher nicht. Vorschlagkammer, großer Sklaventod, Schilde. Was war das denn? Versteckter Holzschild. Aha. Initiative minus 1. Was haben wir denn hier? Lederschild. Großer Lederschild. Mehr Parade. Die Initiative geht noch einen Punkt runter. Ah, oder die Attacke. Die ja nicht mehr runter geht. Bei 19 reicht doch. Ich habe 20 Attacke. What the fuck? Soll ich vielleicht mal wieder ein paar Abenteuerpunkte ausgeben? Was schaut ihr so unzufrieden? Wer nach Istina kommt, darf nicht mit vergeudeten Löffeln rechnen. Wir suchen einen Ort namens Eurina. Eurina? Das Dorf liegt wenige Meilen östlich von hier. Aber an eurer Stelle würde ich mich von dort fernhalten. Warum? Was ist denn so gefährlich dort? Vor 2 Jahren wurde das Dorf von Marwans Sklavenjägern überfallen. Die Leute haben den Fehler gemacht, sich zu wehren. Jetzt ist es ein Geisterdorf. Und wenn man Reisenden glauben darf, ist das wörtlich zu nehmen. Ja, großartig. Ihr seid aber nicht an unserer Stelle. Glücklicherweise. Wenn euch mein Angebot nicht gefällt, müsst ihr es nur sagen. Was hast du denn? Hast du denn Proviant? Du hast Proviant. Ja, damit. Alles. Giftdorne, Bärenfallen, Wunden, meisterlicher Heiltrank, guter Zaubertrank. So viel dazu, dass das hier ein armes Dorf ist. warte mal. Das ist großes Gut ausschauen. Das könnte ich eigentlich bei der Hexe beibringen. Magikal fragt da. War mir eine Freude. Ja, mir auch. War mir auch eine Freude. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Da kann ich mal gerade ein paar Punkte ausgeben. Du brauchst nämlich eigentlich mehr Parade, glaube ich. Was brauchst du für Rüstung Nummer 3? Ah, das habe ich schon. Waffenmeister Nahkampf, 3 Nahkampftalente auf Stufe 16. Okay. Was haben wir hier? Kampfreflexe habe ich gelernt. Ausweichen 1. Passierschlag, Meisterschütze braucht ihr nicht. Wir haben einen Hammerschlag. Konstitution 14. Setzen wir also Konstitution um einen Punkt hoch. Mehr Magieresistenz, mehr Lebenspunkte. Sehr gut. Das ist schon. Oh, es war doch nicht Max. Die 18 ist Max. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Was haben wir denn jetzt für Kampfwerte mit dem? Das würde mich gerade interessieren. Grundwerte.
Steht das denn da? 19 Tage, 17 Parade. Ja, reicht doch. 17 Parade, natürlich das Schild. Naurim. Was hast du denn für Sonderfertigkeiten? Aufmerksamkeit, Kampfgespür, du brauchst mehr Intuition. Zwar 3 Punkte. Leider reicht es nur für 2. Mehr Kriegskunst, oder? Brauch ich mehr Kriegskunst? Eigentlich nicht. Ach, diese komischen Orange-Markierungen sind der Passierschlag. Ich verstehe. Okay. Was du dringend brauchst, was wir festgestellt haben, du brauchst Magieresistenz, wie blöde. So, Zoberan. Du brauchst... Was haben wir denn für Sonderfertigkeiten noch? Distanzzauber. Distanzzauber 3 könnte er lernen. Astrale Reck, Charisma. Brauche ich mehr Charisma. Kraftkontrolle brauche ich mehr Mut und mehr Konstitution. Magieresistenz. Abhängig von Mut, Klugheit, Konstitution. Ich brauche sowieso einen Punkt mehr Mut. Ich brauche noch 2 weitere Punkte mehr Mut. Ich brauche einen Punkt mehr Konsti. Und ich brauche... Das war gegen Niederwerfen? Das war gegen Niederwerfen. Resistenz. So, reicht jetzt auch wieder. Takati! Du warst ja unser Ausweicher, ne? Du hast sogar schon erlitt. Das hast du auch schon. Rüstungsgewinnung brauchst du eh nicht. Klingensturm. Hat er auch schon alles für. Was war denn das, wo man dann... Ah ne, das war... Hier, ne? Kriegskunst. Von wegen... Keine Runde verlieren, für Waffe wechseln. Sinnesschärfe. Waffentalente. Speere. Speere hat er Max. Neue Attacke, neue Parade, ausweichen... Du hast eigentlich viel zu wenig Konstitution. Machen wir es doch so. Und dann haben wir die Magieresistenz, mein Punkt. So, next Aurelia. Du bist eine Magierin. Deine Zauber brauchen wir ein bisschen mehr. Ja, super Zauber. Stirbt der Schatten, verliert der Zauber unter aller ASP. What the fuck? Wer braucht sowas? Oh, ab 13 verliert man keinen mehr aller ASP, wenn der stirbt. Aber warte mal, die hat viel zu wenig Astralpunkte. Ihre Zauber sind viel zu teuer. Mehr Mut. Mehr Astralpunkte. Schließen. Und damit schließen wir auch diese Folge ab. Ich überziehe schon wieder. Einfach nur, weil ich das machen wollte. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.